Hallo, es ist Simpsons-Zeit und wir sind hier oben und ich wollte die Karte hier holen. Dementsprechend auch ein bisschen hier umgucken, gucken, wo die letzten Wespenkameras sind und... Oh nee, du bist ja schon wieder Assi. Geht's euch gut? Na? Habt ihr heute schon die Simpsons geguckt? Nein, ich auch nicht. Oder? Nee, habe ich wirklich nicht. So, da ist die Karte. Okay, ich werde jetzt aber erstmal hier drüben alles holen. War das von mir klar, dass hier auch noch eine Wespenkamera ist, aber uns fehlt noch welche. Vielleicht auch noch eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir schon gesammelt hatten. Ich glaube, ich muss hier sogar lang, ne? Das schaffe ich sogar, unglaublich. Die Überraschung ist Wer kann groß. sowas da hinlegen? Boah, Hotdogs, ey. Jetzt ein Hotdog. Ne, jetzt kein Hotdog. Nein. So, zack, zack, zack. Dankeschön. Ist hier keine Wespenkamera mehr? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich kann gleich noch auf dem Zug rumlaufen, aber das kann ich mir auch nicht Gib vorstellen. mir nur eine Minute, um wieder zu Atem zu kommen. Ich höre doch hier was, oder? Hä? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Hallo, ich brauch dich. Tschüss. Sehr gut. Okay. Gut, dann möchte ich mir jetzt einmal schon mal den letzten Gag holen, wo ich von ausgehe, wo er ist, und dann können wir mit der Mission weitermachen. Ich glaube, ich weiß auch, wo die letzte Karte ist. Da muss ich aber noch mal gucken, wie ich da genau hinkomme. Das können wir jetzt eigentlich aber auch mal versuchen. So, warte mal. Stopp. Wo ist die Fahrstelle? Die muss doch hier irgendwie zu erreichen sein. Von hier? Nicht. Okay. Dann versuchen wir es mal andersrum. 300 Pferde voller Stärke. 300 PS. Alles hat hier 300 PS bei ihm. Stopp, das ist richtig. Hier müssen wir lang. So, ich glaube sogar für beide Sachen. Aber wo die Karte ist, da muss ich mich Oh nein! erstmal ein bisschen durchsuchen. So. Ich glaube, die Karte ist hier, wo es gesperrt ist. Ach, Wild Quimby! Ach so, jetzt verstehe ich es erstmal. So, war hier nicht? Da ist die Karte, okay. Muss ich da mit dem Auto draufspringen oder wie sieht das aus? Wartet mal, ich bleib mal eben hier stehen. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Okay, versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. So, Karte ist da. Ich hoffe, ich kriege die jetzt so. Ich weiß es nicht. Da ich Ja, sehr überflüssige schön. Dinge sammle, komme ich mir vor wie ein Amerikaner. Mein Gott, ist das rassistisch, ey. So, wo ist denn jetzt das, Nee, ich glaube, ist das jetzt hier? Wenn ich. Oder fahre ich gerade wieder zurück? Ich glaube, ich fahre wieder zurück. Verzieh dich, du Penner. Eastside. Nee, doch. Nee, doch, 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 doch. Ich glaube, wir sind richtig. Yes, hier wollte ich nämlich hin. Das ist ein unheimlicher Ort. Gibt's hier keine Wespenkamera? Das geht Nein. nur dich und mich was an. So, hier Zufallsobjekt. müssen wir nämlich den letzten Gag kriegen, ne? Ich denke mal, hier muss man auch wieder das komische Foto machen. Oh, hier telefoniert einer. Ja. Jetzt bin ich blind. Level Gags vollständig. Wenden 1, Level Fortschritt 0. Nee, zwei Stück fehlen uns sogar noch, okay. Ja, wo die sind, das Das ist jetzt ist natürlich nicht die gut für meine Hauptfrage. Versicherung. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Die wird dich eh schon bestrafen, Apu. Mach dir keine Hoffnung. So, ich will jetzt einmal nochmal in dem komischen Tunnel hier hinten einmal gucken. Ne, hier ist schon mal nix, okay. Da, sehr schön, lass mich durch, danke. Wildtrambi. Boah, ist das nervig, ne? So, sag mir, dass du jetzt hier bist, liebe Haha, Wespenkamera. aufräumen, arbeiten in Reihe 1. Nein, okay, du bist auf jeden Fall nicht hier. Ja, super. Das gibt auf jeden Fall wieder eine Sucherei, das sage ich euch. So, das ist aber nicht euer Problem. Da gucke ich auf Screen irgendwann nach. So, hier hatten wir, glaube ich, alles. Hier haben wir, glaube ich, auch alles. Ja. Oh Mann! Oh Mann! So, was haben wir denn jetzt als nächste Mission? Ach so, wir müssen jetzt eh hier um die Mein Ecke hin. Vishnu? Hau doch Oh ab! nein! Stimmt, wir waren noch gar nicht hier beim Krusty Burger. Vielleicht haben wir ja hier auch eine Wespe, die Nie zufällig zuvor habe ich erscheint. eine solche Schande auf vier Rädern erlebt. Den Spruch kann ich nicht mehr hören. Dort
Hört auf, Quimby zu wählen. So. Hallo, berühmter amerikanischer Clown. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ja, ja, alle wollen immer gleich den ganzen Arm. Ugh. Ich brauche Informationen über Lastwagen, die böse Cola ausliefern. Wo kann ich die kriegen? Tut mir leid, Apu. Ich bin nur ein versoffener, untersetzter Penner. Du brauchst einen professionellen Halunken. Häng dich an die Bullen, dann wirst du schon einen finden. Und du hast mehr Glück, wenn du, na, du weißt schon, amerikanischer aussiehst. Danke, du schrecklicher Mensch. So, das tun wir ja schon, amerikanisch aussehen. So. Hä? Okay. Folg der Polizei und such einen Verbrecher. Das kleine Schweinchen. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Folge der Donut-Spur, okay. Warum muss ich dafür jetzt alle einsammeln? Das kann mir keiner erklären, oder? So. Komm. Schnappen wir uns alle. Das sollte aber machbar sein, oder? Jo, bis jetzt sieht gut aus. Noch? Geh weg. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Mein Gott, dieser Fettsack, Alter. Wie viel frisst der denn? Komisch, warum können wir der Polizei in Springfield denn nicht so vertrauen, wie wir das möchten? Ich verstehe es nicht. Boah. Hier wird keiner mehr, Crimby. Oh Mann! So, 18. Ich hab den Schädel angehauen. So, 9. Wo ist der letzte? Nein, lass es jetzt nicht am letzten scheitern. Nein, komm! Das kleine Schweinchen hat's wieder geschafft. Mein Gott, das war so knapp. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Immer noch witzig. Stellt euch mal vor, das ist wirklich witzig. Mein Gott. Ja, ich hab einen scheiß Humor. Was soll ich machen? Bin dabei. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich wollte Donuts sammeln. Apu. Nein, hier wird keiner, Quimby. Wird einer von euch... wird einer von euch Quimby? Würde den einer von euch wählen? Das wäre so, als würde man Donald Trump wählen. Das macht doch keiner, oder? Oder? Oder doch? Ja, leider zu viele. Naja, andere Geschichte. Wiggum, Chief Wiggum, ich finde dich. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. So, du könntest natürlich einfach zur Polizeiwache fahren, aber nein, du musst ja erstmal Donuts für ihn sammeln. Folge der Donutspur ist ja eine Sache, aber wenn man dann einen verpasst, das zu verkacken, ist dann wieder die andere Geschichte. Das ist so, Storytelling nenne ich es mal, was nicht ganz so viel Sinn macht, nein. Oh, danke, du hast mir jetzt gerade, glaube ich, den Arsch gerettet. So, 15, 16... 17, 18. Immer dieser Krankenwagen, dass die nicht einfach mal fahren können. Wer hat das dahin getan? Das macht doch keinen Sinn. So, folg Chief Riggin und suche den professionellen Verbrecher. Das kommt auch noch hinterher, super. So macht das doch keinen Spaß, ne? Nein. Ich finde aber zufällig die nächste Westband-Kamera. Alter, das macht überhaupt keinen Sinn, wie du fährst. Nee, macht's wirklich nicht. So. Hey, Wiggum. Beruhig dich. Fahr doch einfach hin, wo du hin willst. Fahr nicht wie so eine besenkte Sau. So. Miese Kurve. Aber ich krieg dich. Wenn du nicht so schnell fährst, krieg ich dich. Okay, wir sind auf jeden Fall mittlerweile fast auf dem gleichen Tempo. Ja, das ist ja schon mal viel wert. Natürlich. Denn meine Hupe, die finde ich toll. Nein! Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Nein. Verpiss dich! Was willst du mit deiner verrückten Fahrweise beweisen? Ich weiß es nicht. Hau doch ab! Ich möchte die Mission nicht schon wieder machen. Natürlich. Natürlich, ey, ich mach bald diesen scheiß Explosions-Cheat an, ist mir scheißegal. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre.
Die nächste Mission war, glaube ich, noch schlimmer. Die mit Snake war nämlich die, die so unglaublich scheiße war. So, come on. Tschüss, verpisst euch. Ja, du bist auch eine Schulzone, weil du so fett bist. Mein Gott. Ich mach ziemlich viele fetten Witze. Weil in Simpsons sind auch alle fett. Kennt ihr die Szene, wo die in den Bus einsteigen wollen, weil die dachten, die wären unter Männern und könnten jetzt alle den Bauch raushängen lassen? Und dann sehen sie auf einmal, dass es eine Frau ist und dann ziehen sie alle wieder den Bauch ein. Mega geil. So. Oh, ich hab mir den Schädel angehauen. Das wird wieder nix. Das wird wieder nix. Das wird wieder nix. Ich kotze vor Freude. Komm zu Papa. Zufallsobjekt. Ihr könnt gerne, ohne Witz, Frauen hören gerade, dass ich mit denen Augen rolle. Das kann mir keiner erzählen. Frauen wissen das eigentlich immer. Ich weiß auch nicht warum. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Raudis Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. So, und nochmal, weil es so schön war. Oh, da war Grandpa. So. Schneller, schneller, schneller. Das Problem ist, ich scheitere schon an dem ersten Teil, obwohl der zweite wahrscheinlich wieder deutlich schlimmer ist als der erste. Es ist einfach behindert. Wenn man einen Donut verpasst, kann man meistens sofort neu anfangen. Bei Vishnu. Meine Güte. Hau doch einfach ab. Die fette Sau seine Donuts mal fressen und nicht immer... Ich kotz gleich. Aus dem Fenster schmeißen? Hätten wir dieses Scheißproblem nicht. Nein, ich will Quimby heute immer noch nicht. Und morgen auch nicht. Und übermorgen auch nicht. So, das kleine Schweinchen mal wieder, weil es so schön war. Weil es so schön war. Weil es so schön war. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich habe in meiner Hose Platz dafür. Ich finde das auch netter, wenn die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hitbox von den Donuts einfach mal höher wäre. Aus der Bahn, blöder Fußgänger. Genau, so sieht's nämlich aus. Tschüss. Ja, hätte ich gerne. Könnte ich wenigstens lesen, würde ich mich hier sinnvoller beschäftigen. Und er hat's schon wieder nicht mitgenommen. Ich kotz gleich. Könnten wir noch schaffen, wird aber wieder eng. Meine Curry-Kampfmaschine. So. Das wird wieder nix. Ich sehe schon wieder kommen. Das wird doch wieder nix. Das ist doch so romantisch anzusehen, wie der Benton wieder verkackt. Die zärtliche Versuchung ist wie... Nee, siehst du, noch nicht mal Chief Brigham will ich wählen. So, dem interessieren Gesetze eigentlich auch sowieso nicht, glaube ich. Nein. Das ist übelste Polizeiarbeit, die er da macht. Alter. Zieht euch da rein. Was für ein Assi-Polizist, ey. Anders kann man es nicht sagen. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal hier. So. Jo, und ich kriege hier einen auf den Sack, weil ich Leute ramme, die du mir in den Weg haust, ne? Nur mal so. Nicht nett. Der wechselt die Spur natürlich nicht. Darf ich nur nicht wieder so eine 180-Grad-Drehung hinlegen? Diesmal sind wir auf jeden Fall näher dran. Ach komm, Chief Rigam. Das ist nicht nett, was du hier machst. Das ist nicht nett. So, wo hatte ich denn gerade verkackt? Achtung, Alter, erqualmt. Ist ja nicht so robust, die Karre. So, hier hatten wir letztes Mal verkackt. Wohin denn mit dir? Mein Gott. Drehen wir hier wieder Runden für umsonst, die überhaupt keinen Sinn machen. Ah, da. So, Mission erfüllt. Und jetzt? Ach, dann war übrigens... Ach, der Snake, okay. Da haben wir schon mal dich. Dich nehmen wir gerne mit. Pferde voller Stärke. Ich da haben wir auch noch was. Sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Haben wir da hinten schon drin? Ich meine ja, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So, hier haben wir Snake. Das ist ja schon mal gut, aber... Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Ach, scheißen wir drauf. Versuchen wir mal diese
Boah, die Mission war richtig schlimm. Her mit der Brieftasche, mein Lieber! Das ist ein Überfall! Was für ein Glück! Ein Verbrecher! Sicherlich kann ein gewalttätiger Schleimbeutel wie du leicht rausfinden, wer die schwarzen Cola-Fahrzeuge fährt. Naja, ich habe Verbindungen zur Führerscheinstelle. Aber das dürfte Sie einiges kosten. Sie müssen den Abfall für meine gemeinnützige Arbeit einsammeln. Abgemacht. Abgemacht. Und jetzt her mit der Brieftasche. Ja, ja, wie auch immer. Okay, jo. Sag mal, ein Müll an ihr, die Zeit abgelaufen ist. Lass keinen Müll liegen. Das war assi. Wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, so. Während ich hier herumfahre. Fängt schon damit an. Folgt dem Müllwagen. So. Den wir jetzt schon nicht mehr sehen. Da mussten wir nämlich nicht nur dem Wagen folgen, da mussten wir nämlich danach noch irgendwo oben Müll einsammeln. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Was hast du jetzt vor? Bei Vishnu. Ah ja, das macht natürlich Sinn, dass ich du mir dann den Schädel angehauen. Oh, so fährst, mein Gott. Ja, jetzt krieg ich den mal wieder, ey. So, aber der dürfte eigentlich nicht so schnell sein. Ich glaube, deswegen habe ich noch nicht die Mission verkackt. So, sehr schön. Komm, lass krachen, lass krachen. Lass einfach fallen. Lass alles fallen. Ich würde dir sehr dankbar sein. Ich will doch nur Müll sammeln. Wieso muss ich eigentlich Müll vom Müllwagen sammeln? Das hat doch nichts mit gemeinnützig zu tun. Das ist ja hier schon wieder fahrlässige Umweltverschmutzung, die du hier absiehst. Gemeine Curry-Kampfmaschine. Komm. Lass fallen. Jo. So, okay. 25 Dinger müssen wir einsammeln. Die sind auch alle irgendwie da oben. Okay. Auf geht's. Raus da. Das war scheiße. Vielleicht habe ich mich auch immer nur dumm angestellt. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch übertrieben. Aber ich hatte immer Probleme mit der Mission. Das weiß ich noch. So. Komm. So, runterfallen darf man hier schon mal nicht. Ja, das ist ja so schon scheiße. Komm. Apu, sehr schön. So. Rüber. Hier, danke. Meins, meins, meins. Alles meins. So. Jetzt haben wir hier haben wir schon mal alles. Ich weiß nicht, ob das zu Fuß zu machen ist, aber ich glaube, das macht schon Sinn. Ach, hier haben wir schon mal die nächste Wespenkamera. Das ist schon mal gut. So. Auto, komm her. Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Mein Herz rast. Ist mir scheißegal, welches. Zahle ich dir 1 Million Dollar. Im ja, er läuft natürlich die Zeitliste weiterlaufen. Klasse. So, komm. So. Die Karre ist echt nicht cool gerade. So, sehr schön. Wer hat das dahin getan? Das ich macht nicht. Doch keinen Sinn. So, weiter, 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 weiter. Hier hinten ist noch ganz viel. So. Komm. So, sehr schön. Gut. Jetzt läuft's gerade. Ich glaube, wir kriegen es so hin. Geh weg da. Da haben wir auch noch was. Okay. Fahren wir mal hier rein. Da, da, da. Da oben. Ja, dann müssen wir hier noch rauf. Ich glaube, dann haben wir alle. Aber es kann sein, dass wir den Müll irgendwie noch zu ihm hinbringen müssen oder irgendwo anders hinbringen müssen. Warum habe ich mich denn da so Probleme gehabt? Ich weiß es nicht mehr. So, 23, 24. Doch nicht, dann war es schon. So, nee, das war es nämlich nicht. Okay, fahr zur Zulassungsstelle. Wo ist die Karre? Da. Steig doch ein. 300 Pferde voller Stärke. So, wir haben auf jeden Fall ein Auto in der Nähe. Das ist schon mal sehr gut. Ah, fuck. Oh, bloß ab. Ich will die Mission nicht nochmal machen. Ich hatte die sehr asozial in Erinnerung. Und ich kann auch sein, dass das wegen den 45 Sekunden hier zurück ist. Ich weiß es nicht mehr. Schneller, schneller, schneller. Shiva lächelt über so ein Benehmen. Nein, ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war falsch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Scheiße. In Reihe 1. Ah, komm schon. Wo müssen wir denn jetzt lang? Och nein, das ist doch unfair. Och, komm schon. Das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nie im Leben mehr. Ja, jetzt habe ich den richtigen Weg und jetzt bin ich wieder 2 Sekunden davor. Ich kotze.
Ich kotze vor Freude. Jetzt können wir den ganzen Scheiß nochmal machen, weil es so schön war. So, diesmal machen wir das aber andersrum, das sage ich euch aber. So. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Ja, dann ist es halt so. So, Numero uno. Wenn ich diesen scheiß Weg hier kennen würde, hätte ich deutlich weniger Probleme. Was machst du jetzt? Ach, du fährst andersrum wieder, okay. Was hast du dir nur dabei gedacht? Das weiß ich nicht. Was hab ich mir nur dabei gedacht? So, genau, lass ihn ruhig da durch. Ist mir auch egal, lass was fallen, komm schon. Baby, komm, lass was fallen. Danke. Lass uns auf jeden Fall das Auto sofort zurecht... Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Das Auto ein bisschen zurechtstellen, das wäre wahrscheinlich auch schon mal ganz sinnvoll. Das habe ich nämlich gerade auch nicht gemacht. So, komm, 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 komm. Lass krachen hier, lass fallen. Keiner wählt Kulmi, keiner. So. Hallo, lass was fallen. So, sehr schön. 3 Minuten 12. Das was kriegen wir hin. Was willst du mit deiner verrückten Fahrweise beweisen? So, komm. Komm, komm, lass checken. Ist egal. So, dann müssen wir uns gleich wieder das Auto holen. Das wird aber nicht das Problem sein. So, hoch hier. Hoch, hoch, hoch. Wir brauchen den ganzen Müll hier. Da haben wir doch wieder was. Müll, Müll, Müll. Alles für Müll. Ah, so. Sehr gut. Da ist doch noch was. Das war, glaube ich, hier, ne? Sehr schön. Gut, dann jetzt hier einmal eine Runde drum machen. 8 Kinderzeugen hat meine Ausdauer ganz schön beeinträchtigt. Interessiert keine Sau. Deine 8 Kinder. Hasse halt jetzt, ist dein Problem und nicht meins. Nur eine Minute, um wieder so, zu Atem zu kommen. Zack, dann haben wir die auch schon mal weg. Die Zeit haben wir ja wirklich sogar. So, wo haben wir denn eine Dingens? Scheiße, jetzt ist schon wieder ich keine Telefonzelle. Ach, da haben wir eine, sehr gut. Das Laufen geht auch, glaube ich, echt schneller, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber geht so. So, schnell, 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 schnell. Wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht bin ich auch hier zu langsam, weil ich zu viel rumrase. Ich weiß es nicht, also rumlaufe. Kann auch sein, dass wir jetzt echt weniger Zeit, verpiss dich, weniger Zeit haben. Ja, lass sie Zeit. Abo, das lass ist sie nicht Zeit. Gut für meine Versicherung. Das ist mir egal. Lass sie ruhig Zeit. So. Keiner wählt Grimby. Ich sage nicht nochmal. Das ist die schlimmste Stadt so. In Amerika. Komm, 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 komm. Sehr schön. Wo ist es jetzt? Da oben. So, dann stelle ich mir die Karre so hier hin, dass ich sofort dann losdüsen kann. So. Ach, da haben wir auch noch Müll. Scheiße. Ah, da hinten habe ich auch noch Müll. Scheiße. Hoffentlich habe ich in meiner Hose Platz dafür. Hat er den Müll nicht genommen. Gut, dann hole ich mir den Müll da gleich nochmal. Dann hole ich mir den eben hier oben. Vielleicht habe ich dann trotzdem nochmal 45 Sekunden Zeit. Ich fliege! Und kann mir mein Auto nur schon mal zurechtstellen. Das wäre ja schon mal ganz sinnvoll. So. 23, sehr schön. Wo ist meine Karre? Wo ist sie? Hallo? Da, okay. Los, los, los. Ach, ich weiß, wo die kommen. Ich weiß es. Hier. So, zack, zack. Sehr gut. So, Mission erfüllt. Durch da. So, weg, 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 weg. Oh nein! Wie komme ich denn jetzt da hin? Scheiße. Ja, darum war richtig. Ich krieg's nicht gebacken. So, hier lang. Das schaffen wir schon wieder nicht mehr. Das ist mein Problem. Wir schaffen's nicht mehr. Fick dich doch in dein fucking Knie, Alter! So, da lang. 16 Sekunden. Nie im Leben. Nie im Leben. Weil das Spiel scheiße ist, weil das Spiel scheiße ist, schaff ich den Rückweg nicht. Und das sind wieder 5 Sekunden, die mir fehlen. Ach, Mann, ey, ist das eine Dreckscheiße. Niemals, trau niemals einer Schlange. Nein, tu ich nicht, danke. Letzter Versuch für den Part. Wenn ich jetzt wieder verkacke, dann reicht's mir für heute. Der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als ja, der Gestank des Hotdog-Grills. So. Nächster Versuch.
Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster. Ich klaue Müll. So, dreh dich. Ich dreh mich mit. Scheiß doch auf den... Verpiss dich doch, Mann. So, wir holen erstmal die anderen Sachen und die Sachen, die da oben sind, die hole ich zuletzt. Das ist jetzt der Plan. Ich hoffe, der funktioniert diesmal. Lass dein scheiß Müll fallen. Sehr schön. Haben wir den? Komm, 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 komm. Jo, Nummer 4. Jetzt will ich noch Nummer 5. Dann bin ich doch schon mal zufrieden. Hallo? 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 Lass fallen. Oh, voll der Wheelie, Alter. Komm schon. Ich kann nichts dafür, dass du so langsam bist, ne? Wollte ich nur mal sagen. So. So, holen wir uns erstmal hier die ganze Scheiße. So. Könnten das natürlich auch so machen, dass wir da die letzten Sachen holen am Ende. Ich bin eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. So. Machen wir, glaube ich, auch so. 300 Pferde voller Stärke. Komm, bleib stehen hier. Dann springen wir nämlich darüber und können sofort zurückfahren. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht verkalkuliere ich mich hier schon wieder vollkommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, dein Bauch behindert dich. Das höre ich auch jetzt bitte zum letzten Mal, ja? Jetzt bleib doch nicht hier hängen. Ja, ich weiß, dass dein Bauch dich behindert, aber noch nicht so. So. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich da zurückspringen kann. So. Und dann muss der Sprung natürlich auch noch funktionieren. Das ist ja noch das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Ja, okay, das hat schon mal geklappt. Sehr gut. So, unser Auto müsste jetzt hier unten stehen. Kinderzeugin hat meine Ausdauer ganz schön beeinträchtigt. Wo bist du? Ah, nicht da. Geh in das richtige Auto. So, komm. Dass der sich so viel Zeit dabei lässt, ne? Das geht mir auf den Sack. So, hier fahren wir gleich nochmal hin. Hier haben wir nämlich noch die ganzen Dinger. So, komm. Zip, zip, zip. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Ja, deine Verlobte wird dich so oder so bestrafen. Da brauchst du jetzt hier keinen Tumult mehr machen, Apu. So, sehr schön. So, da, 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 da. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich hier mehr wirklich... Ah, nee. Ist egal, Leute. Ich versuch's jetzt einfach. Ist mir scheißegal. Gut laufen tut sowieso nicht. Ich weiß schon, warum ich auf jeden Fall diese Mission so scheiße fand. So. So, holen wir uns erstmal die. Dann zurück. So. Gut, gut, gut. Die Karre ist noch heile. Och nein. Ach, komm schon. Ich hoffe, wir haben Standard 45 Sekunden, sonst habe ich hier wieder eh keine Chance. So, okay. Jetzt müsste hier oben, müssten die alle kommen, oder? Ja, sehr schön. Nee, ich habe wirklich nur noch die 38 Sekunden. Das ist doch scheiße. Ja, auf jeden Fall bin ich schon mal richtig gefahren, aber das werde ich trotzdem nicht schaffen. Weil ich das schon wieder, falsch kalkuliert habe. Oh mein Gott. Oder ich schaff's noch gerade eben. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als die letzten Male, aber das heißt ja nichts. Nee, das sieht schlecht aus. Ich gib's auf. Das wird dem Part auch wieder nichts. So. Ich versuche es. 3, 2, 1. Hier ist wohl das Ende der Fahnenstange, ja. Für Apu. Wir machen es im nächsten Part weiter. Damit ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal.